Argentum gab in München als Dritter ein gutes Debüt. Die heutige Aufgabe sieht nicht schwerer aus. Und so könnte Argentum der Sieger im ersten Rennen des Tages sein. Real Love for Argentum und aus Mr. Fernando. Vorne ist aber Real Love for Mr. Fernando. Real Love kommt nach Hause, Kampf um das zweite Geld. Da ist es hauchdünn wahrscheinlich Mr. Fernando vor Argentum. Rabinal kommt zwar aus einer Pause von fast einem Jahr, doch als gut gezogenes Pferd aus prominentem Besitz sollte er ein Rennen wie dieses gewinnen können. Rabinal ist deshalb unser Tipp im zweiten Rennen des Tages. Claudia auch ganz an die Außenseite, da sieht man auch Legna Vascha. Claudia gewinnt aber, Claudia gewinnt vor Legna Vascha. Cheyenne hatte es bei seinem zweiten Platz in Baden-Baden wohl mit etwas stärkeren Gegnern zu tun. Auch wenn die Distanz für ihn wohl die untere Grenze ist, ist Cheyenne deshalb unser Favorit im dritten Rennen des Tages. Lady Matilda ganz an der Innenseite. Lady Matilda, das ist der Siegesfahrt von Alex Beach. Lady Matilda gegen Cheyenne, gegen Baudelaire Arnoux. Cody Beach ist ein Bahnspezialist, der beim letzten Renntag im Herrenkrug in der höheren Klasse lange wie der Sieger aussah und bärenstark lief. Stellt er diese Form ein, sollte Cody Beach der Sieger im vierten Rennen des Tages sein. Dann Domenico an der Außenseite, kommt Cheval Blanc jetzt näher ran. Cheval Blanc wird stärker mit Cody Beach, Cheval Blanc und Domenico. Cheval Blanc, Cody Beach oder aber Domenico. Downtown hat bereits das Auktionsrennen in Bad Harzburg gewinnen können. Zuletzt hatte er in Hannover kein glattes Rennen. Auch unter Höchstgewicht erwarten wir Downtown im BBAG-Auktionsrennen weit vorne. An der Außenseite mit Kitty O'Shea, Pyrus mit Kitty O'Shea. Und jetzt kommt auch Real angeflogen ganz außen, aber Kitty O'Shea gewinnt wahrscheinlich vor Pyrus. Slay the Dragon gewann mit seiner heutigen Reiterin im Mai hier einen Ausgleich 3, als er sich knapp gegen Torqueville durchsetzte. Heute steht er sogar noch etwas günstiger gegenüber den Konkurrenten. Slay the Dragon ist deshalb unser Favorit im sechsten Rennen des Tages. Durch mit an der Innenseite, Doppel mit Slay the Dragon und ganz außen auf Valenza. Slay the Dragon gewinnt! Archie gilt als schwieriges, aber talentiertes Pferd. Sein einziges Rennen konnte er in Hannover gewinnen. Auch beim ersten Start im Handicap ist Archie deshalb unser Favorit. Archie und Massimo Kopf. Massimo in der Bahnmitte geht einen Tick besser, aber Archie gibt sie noch nicht geschlagen. Massimo jetzt knapp vom Vorteil vor Archie. Archie kommt wieder, Archie! Und Archie gewinnt noch vor Massimo. Abaya steht nach zwei zweiten Plätzen in Folge dicht vor ihrem zweiten Sieg. Schwerer als in Baden-Baden hat sie es hier nicht. Und so könnte Abaya die letzte Siegerin des Tages sein. Abaya Ding Dong ganz an der Außenseite, Alian, Bagheera's Fantasy an der Innenseite ist vorne, Bagheera's Fantasy vor Ding Dong, vor Abaya und Charlie Brown. Bagheera's Fantasy gewinnt gegen Abaya.